Ohne Reiseplan geht natürlich gar nichts. Wie sollten wir sonst wissen, wo es hingeht? So startet unser Bus am 17. Juni die Reise in die Südsee. In die dänische natürlich. Bei Sonderborg werden wir die erste dänische Insel erreichen, Aalsen. Aber noch sind wir an der Flensburger Förde und passieren gerade Annis Kiosk. Ganz sicher eine der berühmtesten dänischen Hotdog-Buden. Darüber mehr auf der Rückreise. 1864 ist ein historisches Datum, wenn auch für die Dänen nicht so rühmlich. Nach fast fünfwöchiger Belagerung werden die 10 Schanzen bei Düppel nahe Sonderburg am 18. April 1864 von den Preußen erstürmt. Seit 1992 erinnert ein großes dänisches Museum an die Schlacht bei Düppel und jedes Jahr findet dort eine Gedenkfeier statt, seit 2002 auch mit offizieller deutscher Beteiligung. Ich zeige zwei alte Grafiken von der Schlacht. Hier können wir in der Mitte eine der alten Kanonen sehen, die ich zuvor als Foto gezeigt habe. Dort können wir auch Reste der erstürmten Palisaden erkennen, die eigentlich und vor allem, wenn man auf einen Hügel wollte, damals als unüberwindbar galten. Man kann sich das an den Nachbauten wohl gut vorstellen. Man überwand damals solche Hindernisse, wenn überhaupt, ja nur zu Fuß oder mit Pferden. Jetzt geht es aber weiter und in Sonderborg erreichen wir die erste dänische Insel Aalsen. Von allen dänischen Inseln tragen 394 einen amtlichen Namen. Von diesen sind aber nur 74 bewohnt. Von Aalsen geht es mit der Fähre nach Ærø. Auf dieser alten Karte von 1890 finden wir die meisten der Inseln der von uns als dänische Südsee bezeichneten Inselwelt. Für die Dänen ist der Begriff Südfynske Øhav, also südfynisches Inselmeer, geläufiger. Wir erreichen Ærø im Norden. Dort liegt der Leuchtturm Skjoldnes. Der Turm wurde 1881 gebaut. Die Laterne liegt 32 Meter über dem Meer. Nach 1864 und dem Frieden von Wien kam Ærø zu Dänemark. Man wollte, dass das Leuchtfeuer noch in Kiel zu sehen ist und immer an die verlorene Insel erinnert. Auf der Fahrt zum Leuchtturm sollte uns niemand begegnen. Wir haben ja schon Probleme, ein Rebhuhn zu überholen. Rechts gehen jetzt. Komm, nach rechts. Rechts ist frei. Rechts ist frei. Oh Mann, sei doch nicht so dumm. Nein, das ist leicht. Christian, steig mal aus und Karl geht zur Seite. Nächstes Mal wieder nach rechts. Jetzt. Thank you.
ihr schon oben? Nee. Nein. Das Rebhuhn ist weg und nun können wir zügig fahren. Unterwegs sehen wir eine goldene Kuh auf der Weide. Mit ausdrucksloser Miene starrt sie auf den kleinen Belt. Sie stammt von einem hiesigen Bildhauer. Noch ein paar Kilometer und wir sind in Marstal. Hier werden wir 4 Nächte bleiben. Nicht weit von unserem Hotel blicken wir auf die größte Solarthermieanlage Europas. Die Einwohner von Marstal sollen zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Verbrennung von Holzschnitzeln ergänzen die solare Versorgung im Winter. Die benötigte Holzmenge wird allein auf der Insel bereitgestellt. Eine vollständige Wärme- und Stromversorgung von Orten mittels erneuerbarer Energie ist technisch und kostengünstig möglich. Unser Hotel ist sehr einfach, aber es hat alles, was man wirklich braucht. Schließlich sind auf so einer kleinen Insel die großen Hotels schon selten. Oder fehlt doch etwas? Es gab keinen Fisch, weder morgens noch abends. Für Skandinavien fast schon eine Sensation. 1737 begann der Bau der Kirche von Marstal nach mehreren Bauanträgen. Damals gehörte die Insel noch zum Herzogtum Schleswig. Die Kirche wurde ein Jahr später eingeweiht. Nach dem Betreten der Kirche bemerkt man sofort die vielen von der Decke hängenden Votivschiffe. Marstal war schon immer eng mit der Seefahrt verbunden. Knut, unser freundlicher Reiseführer, berichtet von allen kleinsten Details. Aber das hat er nicht erzählt. 1973 wurde die Kirche renoviert. Die Bänke wurden blau gestrichen, was an das Meer erinnert. Und der Altar rot, an das Blut Christi erinnernd. So ist es aber nicht mehr. Auch die Orgel stammt von 1973. Das jüngste Schiff dieser Kirche, ein Bild davon habe ich nicht, ist ein Motorschiff von 1988, ein Carolina. Mehr davon später. Der alte Friedhof zeugt von vielen Unglücken auf See, aber auch vielen heimgekehrten Seeleuten. Die Inschriften sollen Geschichten erzählen. Wir können das leider nicht lesen und wir können auch Knut nicht verstehen. Dieses Haus ist für den Pastor reserviert. Im Moment gibt es hier aber keinen. So steht es leer. Man könnte sich ja bewerben. Im Hafen befanden sich einst 8 Werften, die alle Holzschiffe bauten. Eines davon steht als Gerippe auf dem Gelände der Eriksson-Werft. Ein solches Schiff hat man nachgebaut, beziehungsweise aus einem alten Schonerwrack von 1940 renoviert. Der eine spricht von Renovierung, der andere von einem Neubau. Wichtig ist wohl, dass es in Marstal, der einst nach Kopenhagen zweitwichtigsten Hafenstadt Dänemarks, wieder einen Schoner dieses Typs gibt. 2012 fand in Marstal der Stapellauf dieses Schoners statt. Anschließend noch ein paar Bilder von heute. Es konnte nicht ermittelt werden, ob dieser antike Klostuhl auch Teil des alten Schoners war. Die Konstruktion des Kymos Carolina aus den 1950er Jahren stammte aus Marstal, wo 20 Schiffe auch gebaut wurden. Der Name stammt vom Typschiff Caroline. Heute gibt es noch die Caroline S und die Samka, beides Museumsschiffe. Die Tragfähigkeit des gut 33 Meter langen Schiffes liegt bei 240 Tonnen. Ausgerüstet war das Schiff unter anderem mit Motoren der MAK aus Kiel. Auch dieses Schiff kann man in Marstal besichtigen. Im Hafen herrscht ein Kommen und Gehen. Der Hafen von Marstal ist vor allem bei deutschen Seglern sehr beliebt. Thank you.
Ein Denkmal erinnert an die vielen gefallenen dänischen Seeleute während des Zweiten Weltkrieges. Ja. Naja, irgendwann wird man nach so vielem Laufen müde und die Beine werden schwer. Da helfen nur Ruhe und ein paar Kohlenhydrate. Lecker. Die Badehäuschen stehen hier wie vor 100 Jahren. Wir sind heute in Eroskøbing und Knut ist wieder unser Reiseführer. Wir stehen auf dem Jungfrauenweg. Weil es keine Jungfrauen mehr gibt, ist er wohl zu verkaufen. So steht es doch auf dem Schild. Knut führt uns zunächst über die Promenade an Traumhäuschen mit wunderbaren Gärten vorbei. Uns gefällt Eroskøbing noch besser als Marsdal. Ein Beiname ist Märchenstadt und darüber hinaus gilt sie als eine der schönsten Kleinstädte Dänemarks. Die Stadt ist 750 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und erhielt 2002 einen europäischen Preis zur besonderen Erhaltung von kulturellem Erbe. Knut erzählt uns, dass aus Gründen des Denkmalschutzes in den alten Häusern keine Isolierglasscheiben eingesetzt werden dürfen. Allerdings dürfte man ein Stück dahinter eine zweite Scheibe von innen einziehen. Das alte Rathaus von Eroskøbing. Nicht nur hier auf dem Marktplatz, überall in der Stadt findet man das Kopfsteinpflaster. Zwei alte Wasserpumpen stehen hier. Sie stellten einmal die wichtigste Frischwasserversorgung der Stadt dar und wurden bis 1953 genutzt. Auch hier ist das Wasser wichtig. Hier wird Whisky gebrannt, natürlich aus Gerste, die auf Ærø angebaut wird. Hier wird man ja betrunken, wenn man atmet. Wenn man durchatmet. Ja. Angenehm, angenehm. Lecker. Nur wenigen Flaschen. So, ja, also so ein 900, das hier ist etwas Besonderes, ein bisschen teuer, aber... Der Hersteller des edlen Getränks sagt uns, dass eine kleine Flasche 900 Kronen, das sind ca. 130 Euro, kostet. Und er fügt hinzu, dass die meisten Flaschen nie getrunken werden, denn dafür seien sie viel zu teuer. Ja, das kann man, aber frei geht das nicht. Ich muss ein bisschen Bändchen haben. Was kostet das? Weil ich lebe von dir sehen. Das verstehe ich. Ja. Der lange Knut hat uns nun zu Hammerichs Hus geführt. Der Bildhauer Gunnar Hammerich hatte sich in dieses Haus verliebt und es dann 1943 für ein paar hundert Kronen gekauft. Und er wurde ganz verliebt in dieses Haus. Er hatte also nicht so viel Geld. Er hat das Haus mit vielen Gebrauchsgegenständen eingerichtet, die er alle hier auf der Insel zusammengetragen hat. Leider ist das Haus wegen Baufälligkeit im Moment geschlossen. Nicht weit liegt das Dukkehuset. Es bedeutet Puppenhaus. Es soll das kleinste Haus in Eroskøbing und vor 1778 gebaut worden sein. Es hat 50 Quadratmeter Wohnfläche. Beide Aussagen sind nicht gesichert.
Sicher ist es aber das am meisten fotografierte Haus in Dänemark. Man sagt, dass oben hinter dem kleinen Mansardenfenster einmal 8 Kinder geschlafen haben sollen. Nicht, weil der Magen knurrt, eher weil wieder einmal die Beine nicht mehr wollen und weil alles so appetitlich aussieht, gehen wir in die Räucherei und werden etwas essen. Dieses Haus scheint noch kleiner zu sein. Es ist aber nur ein Teil des daneben stehenden großen Hauses. Ich werde die kleine Kirche noch besuchen. Sie wurde 1758 gebaut und 1950 renoviert. Der Altar stammt von 1828, die Kanzel ist schon viel älter. Sie stammt von 1634 und stand zuvor in einer alten mittelalterlichen Kirche an dieser Stelle. Besonders prüde war man zu der Zeit wohl nicht. Die Kanzelinschriften sind alle in deutscher Sprache. Die Breckninger Kirche ist schon ein paar Kilometer weiter und stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert. Christian, hast du ihn mit aufgenommen? Den Teufel da oben. Der dreiflügelige Altar stammt aus der Zeit um 1530 von einem Lübecker Künstler. Die Wandmalereien an den Decken wurden erst um 1920 entdeckt und 1956 restauriert. Man erkennt hier Christi Himmelfahrt. Er stand wohl auf einem Baumstumpf. Man erkennt noch die Fußabdrücke mit den Wunden der Nägel vom Kreuz. Und man kann sehen, wie er wenig später gerade in den Himmel schwebt. In der Kuppel der Kirche ist ein schmaler Kopf zu sehen. Im Mund des Narren ist ein Loch, durch das ein Seil zu einer kleinen Glocke führte. Es war Brauch, mit dieser Glocke zu läuten, wenn eine heilige Handlung verkündet wurde. Dazu erzählt uns Knut aber eine andere Geschichte, die ich in keiner Dokumentation bestätigt fand. Es soll der Kopf des Teufels sein. Immer wenn ein unreiner Mensch, zum Beispiel mit sehr niedrigem Berufsstand, die Kirche betrat, zog jemand am Seil. Die Personen wurden wieder aus der Kirche entfernt. So entstehen neue Geschichten. Heute würde man das vielleicht Fake News nennen. Die Kirchenglocken stammen aus dem Jahr 1678 und wurden in Husum gegossen. Damals gehörte ja noch alles zum Herzogtum Schleswig. Wieder ein paar Kilometer weiter besuchen wir das Vorderrob Klint. Die Berichte in Reiseführer und Internetseiten überbieten sich in ihren Aussagen. So zum Beispiel ein Anblick, der für jeden Besucher unvergesslich wird. Auf jeden Fall sind es aber erst einmal gut 100 Stufen und 33 Meter Höhenunterschied, die zu bewältigen sind, wenn man nach unten will. Und die nachher auch wieder nach oben. Viele gehen die Stufen hinab, trotz heftiger Gewitterdrohungen am Himmel. Man kann sich ausgiebig am Steinreichtum des Strandes erfreuen. Was Spaziergänger am unwegsamen Geröllstrand abschreckt, freut den Liebhaber eines vielfältigen Geschiebespektrums.
Ziemlich und spektakulär ist der höchste Punkt auf Ärö. Ein wenig mehr als 100 Meter. Und wirklich ebenso und spektakulär ist hier der Nordpol. Es ist nur ein Schild auf einer Scheune, für Knut war beides aber einen kleinen Umweg wert. Und ein bisschen länger, dann können wir, was steht da? Hier, da steht Nordpolen. Also wir wollen nach links abbiegen. Nein, nein, nein. So, ja. Ja, was? So, rechts, und rechts hier von hier. Und jetzt setzt auch noch der Regen ein. Ein sehr kräftiges Gewitter erleben wir dann am Abend im Hotel. Heute beginnt eine große Rundreise für uns. Mit dem Bus fahren wir zum Nordende der Insel und dann mit der Fähre nach Faaborg auf Fyne. Hier liegt auch die neueste Fähre der Dänen. Sie fährt voll elektrisch und hat im Bauch eine riesige Batteriekapazität. Endlich hat man das gebaut, was die Politiker schon seit Jahren fordern. Lithium und Kobalt, was man für die Batterien braucht, wird unter menschenunwürdigen Bedingungen und extremer Umweltbelastung, zum Beispiel in Chile und im Kongo, abgebaut. Das macht ja nichts. Es ist so weit weg und wir bleiben sauber. Klar, Thema verfehlt, hätte mein Lehrer gesagt. Ich werde also weiter über unsere schöne Reise berichten. Das Wetter ist noch etwas wechselhaft, aber warm. Die meisten von uns sind auf dem Sonnendeck. Und hier kommt der Björnö und Björnö ist das Kind. Das ist die Kinderinsel. Auf einer Karte erkennen wir die Inselwelt der dänischen Südsee. Wir fahren also nach Norden nach Faaborg auf Fünen, von dort nach Svendborg und auf die Insel Tasinge. Und schließlich zurück nach Eroskøbing. In Faaborg haben wir knapp eine Stunde Zeit. Für mich genügt es, auf den Turm zu steigen. Nachher weiß ich, was ich getan habe. Um 1100 kamen die ersten Siedler. Damals war es noch wichtig, wie gut ein Ort verteidigt werden konnte. Als Stadtgründung wird aber das Jahr 1220 angegeben. Damit feiert Faaborg bald sein 800. Stadtjubiläum. Den Jümerbrunnen in Faaborg stiftete 1913 der Bildhauer Kai Nielsen. Jimmer war ein Riese, der nach der nordischen Mythologie die Erde, die Götter und das Volk schuf. Er wurde so stark von der Milch einer Kuh. Jimmer ist so auch der Begriff für Stärke. Ein Eisbrecher wurde danach benannt. Der Bildhauer Nielsen nannte seinen Joghurt Jimmer, ein Name, der seither in Dänemark als Synonym für Joghurt bekannt ist. In der Zwischenzeit erweist sich die Berührung von Jümmers Genitalien als Glücksbringer. Mein Glück, nicht so doll! Mit Gefühl! Jedem, wie er kann! Die Nikolaikirche wurde 1478 zusammen mit einem Kloster errichtet. Der Turm wurde erst später angebaut. Nach der Reformation waren zu viele Kirchen in Faaborg. Die Nikolaikirche wurde zunächst als Kornlager genutzt und 1550, also 100 Jahre nach dem Bau, abgerissen. Der Turm war ja noch jünger und zwischenzeitlich zu einer Seemarke geworden. Den wollte man stehen lassen. Im Jahr 2011 wurde er ziemlich baufällig grundrenoviert. Heute sind hier zwei große Glocken und ein Glockenspiel in Betrieb. Auch Faaborg hat eine sehr schöne Altstadt. Nun hört man auch die Glocken des Turms. Zum Glück bin ich wieder unten. Weil unser eigentliches Ziel auf der Insel Tasinge liegt, fahren wir weiter über Svendborg auf diese Insel.
Unser Fahrer Ingo Tiedemann erzählt uns währenddessen viel Wissenswertes über die Insel, die Landschaft, die Geschichte und die Kultur. In ihm steckt ein wahrer Fremdenführer. Fünen galt zwar als Mittelpunkt Dänemarks, war aber nur auf einem Ende sozusagen mit dem Festland verbunden oder mit dem Rest Dänemarks verbunden. Das war bei Mittelfahrt. Wir überqueren die Svendborg-Sundbrücke. Sie ist über 2 Kilometer lang. Wir kommen also von der Insel Fünen nach Tausinge. Ja, wir haben hier den Yachthafen von Troense. Zu diesem Ort gehört Waldemars Schloss bereits. Das heißt, wir haben nur noch wenige Minuten, dann sind wir. Das ist die Einfahrt zu Waldemars Schloss. Wir werden es besichtigen. König Christian IV. Ließ dieses Schloss 1644 für seinen Sohn Waldemar Christian erbauen. Schon 1677 erhielt es aber der dänische Admiral Niels Juel, weil er mit einer Unterzahl an Schiffen die letzte große Schlacht bei Köge gegen die Schweden gewann. Die Nachfahren von Admiral Juels leben noch heute hier in der 13. Generation. Sehr viele Prachträume werden zu festlichen Anlässen noch heute von der Familie und deren Freundin genutzt. Kunstvolles Porzellan wird in Vitrinen gezeigt und auch andere wohl kunstvolle Darstellungen kann man hier bewundern. Sowohl damals als auch noch heute werden die Öfen benutzt und in jedem Jahr kommt der Schornsteinfeger. Das könnte bei so vielen Öfen teuer sein. In der Gründerzeit hat man natürlich noch im Kamin gekocht, aber sehr bald gab es den großen Ofen, der mit Kohle beheizt wurde. Oh, wie modern, ein Ofen mitten in der Küche, das sagen wir heute. Ich hatte ja wohl schon mehrfach in diesem Bericht gesagt, irgendwann werden die beiden müde. Geh doch durch. Nein. Wir suchen das Café auf, gönnen uns ein Eis, ein Hotdog oder etwas Erfrischendes. Hauptsache sitzen. Das war also Waldemars Schloss, von dem wir, auch wenn wir nur wenig gesehen haben, dennoch begeistert sind. Wir fahren über die Brücke zurück nach Svendborg, denn dort ist der Hafen, von dem wir mit dem Schiff nach Ærø zurückfahren werden. Es muss aber erst einmal ausgeladen werden. In wenigen Minuten ist alles vorbei und das Schiff ist wieder unterwegs. Ærø hat uns wieder.
ein paar Minuten frisch machen und dann gibt es im Hotel Abendessen. Es wird unser letzter Abend auf Ärö sein und es ist sehr warm. Da meinen einige, die es schon zuvor erkundet hatten, ein Besuch in einem echten irischen Pub sollte es schon sein. Und dort trinkt man Guinness. Fast ist unser Programm abgeschlossen, aber eine Besichtigung sollte es noch sein. Søby Gard. Der Ursprung der Anlage war eine künstliche Insel in einem alten Wassermühlenbecken. Eingefasst mit hohen Steinmauern, das war 1580. Tatsächlich standen bis zur Renovierung 1991 hier nur noch Schrott und Ruinen. Heute ist technisch wirklich alles modern. Die ganze Anlage wird mit einer Wärmepumpe aus dem Teich beheizt. Zuerst hören wir bei einer Einführung zu, bevor wir uns dann selbstständig die Anlage ansehen. Eine Ausstellung eines uns unbekannten Malers, Peter Haubro, fällt zuerst auf. Sie füllt zwei große Scheunen. Es fällt mir schwer, mich in diese Welt hineinzuversetzen. Aus einer anderen Scheune hat man einen Konzertsaal oder eine kirchenähnliche Halle errichtet. Auch hier findet man wirklich keine alte Bausubstanz mehr. Dies ist das alte Jagdschloss. Was aber wirklich noch vorhanden war, sind einzig allein die Kellerräume. Diese kleinen Räume sind neu, aber nach altem Vorbild aufgebaut. Dann erwischt uns noch ein fürchterlicher Regen. Aber in der Südsee, sind wir nicht dort, nennt man so etwas Liquid Sunshine. Und bald soll auch schon die Sonne wieder lachen. Ein Schnäpschen gibt es dann auch am Bus, während wir auf die Fähre nach Aalsen warten. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn wir am Schnaps einmal sterben. Ist das schon der Teufel? Furchterregend kommt er mit aufgerissenem Maul auf uns zu. Nein, es ist nur unsere Fähre. Angekommen sind wir in Grafenstein. Hier liegt das Sommerschloss der dänischen Königin. Hier schrieb Hans Christian Andersen das Märchen »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« und ganz sicher ist allen der Grafensteiner Apfel bekannt. Von hier oben nochmal ein traumhafter Blick auf die Ochseninseln. Im Hintergrund die Flensburger Schiffbaugesellschaft schon. Und nun? Kann es noch einen Höhepunkt geben? Ja, das ist möglich. Ich habe schon auf der Hinreise davon gesprochen und nun soll es wahr werden. Wir halten bei Annis Kiosk. Annis Kiosk hat einen eigenen Eintrag bei Wikipedia. Sauer.
Und das weiß doch jeder. Zitat aus Wikipedia. Der Verkaufsstand, eine Sehenswürdigkeit in der deutsch-dänischen Grenzregion, ist überregional bekannt für seine dänischen Hot Dogs, von denen hier täglich rund 1000 Stück verkauft werden. Zitat Ende. Das war, bevor wir aus unserem Bus ausstiegen. Die Zahl sollte sich erhöht haben. Das schmeckt. Das schmeckt lecker. Mit diesem herrlichen Blick von Annis Kiosk auf die Ochseninseln in der Flensburger Förde beschließe ich den Bericht über eine wunderbare Reise in die dänische Südsee.